am Ufer liegt die kleine Stadt, wo das Leben keine Grenzen hat. Voller Abenteuer jeden Tag und viele Freunde, die ich mag. Doch ehe man sich versieht, ist schon etwas geschehen. Es ist Zeit für Helden, ruft die Helden. Die Helden der Stadt sind auf dem Weg. Fiona Feuerwehr löscht jeden Brand. Paul Polizei hat die Gefahr gebannt. Kasimir Krähe stolpert über jeden Stein. Doch das wird nicht von Dauer sein. Wenn es scheint ausweglos, sind unsere Helden groß. Es ist Zeit für Helden, ruf die Helden. Die Helden der Stadt sind auf dem Weg. Die Helden der Stadt. Das Wasserrätsel. Wach auf, Robby. Wir haben noch viel zu tun. Upsi. Ja, kann man wohl sagen. Du hast Öl über Andys Autoshampoo verschüttet. Du machst das besser gleich sauber, bevor er es abholen kommt. Holst du bitte den Schlauch, Robby? Guten Morgen, Leute. Oh, hi, Andy. Ich komme, um mein Shampoo abzuholen. Schau an, da ist es ja. Ja, aber Robby wollte sie gerade abwaschen. Wir hatten vorhin einen kleinen Unfall. Hey Stefan, da ist gar kein Druck drauf. Wir haben kein Wasser. Was? Uns kann doch das Wasser nicht ausgehen. Da muss etwas mit den Rohrleitungen sein. Die alten Rohre müssen wohl ausgetauscht werden. Austauschen? Na, das sollte nicht nötig sein. Wenn zu Opas Zeiten etwas kaputt ging, hat er es repariert. Er hat benutzt, was er gerade zur Hand hatte. Klebeband, Mull und Heftpflaster. Oh ja, Opa hat viele Rohre in dieser Stadt repariert. Wirklich? Schade, dass er dieses Rohr nicht repariert hat. Na, nur keine Sorge. Ich wasch das alles bei der Tankstelle ab, gleich wenn ich da bin. Tschüss, Leute. So, das war alles. Hey, du Bernd, hast du Lust, heute Abend mit mir zu picknicken? Du willst mit mir ein Picknick machen? Liebend gerne. Super, dann sehen wir uns später beim Brunnen um 7. Okay, gut, dann habe ich noch Zeit für die Waschanlage und um frisches Brot zu kaufen. Großartig, wir sehen uns. Rappidibidu, rappidibidei, das Brot ist fast fertig, tralalalalei. Hallöchen, Benny. Bonjour, Kasimir Krähe. Sind denn die Baguettes schon fertig? Nein, noch nicht, aber jeden Augenblick. Oh, wunderbar. Oh, was hast du vor? Oh, sorry, das wollte ich wirklich nicht. Lass mich etwas holen, um... Nein, danke. Du hast schon genug angerichtet. Ich hoffe, ich kriege keine dicke Stoßstange. Okay, ich sitze lieber hier und warte. Oh, es ist sehr nass. Was zum... Was passiert hier nur? Kasimir! Meine Güte, was für ein Flug. Zum Glück bin ich weich gelandet. Was? Fiona, kannst du dich erinnern, als wir noch klein waren und wir lernen sollten, wie wir unsere Warnblinklichter benutzen und du hast stattdessen mit den Augen gerollt? Ja, aber wie war das, als du lernen solltest, wie ein Polizeiauto zu klingen? Na, 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 na. Notfalldienstzentrale? Verstehe. Aha. Ja. Okay, over and out. Aufgepasst, Bennys Bäckerei steht komplett unter Wasser. Das klingt wirklich nicht gut. Das kannst du aber laut sagen, Fiona. Wir machen uns am besten sofort auf den Weg. Paul, du nimmst mir die Worte aus dem Lautsprecher. Kommt schon, auf geht's. Denn nun ist es Zeit für Action!
meine Brote! Alle meine Brote sind ruiniert, oh mon Dieu! Ich hab den ganzen Tag gebacken! Und nun sind all die schönen Baguettes wieder zu Teigklumpen geworden! Alte, nutzlose Teigklumpen! Aber nicht doch. Beruhige dich, Benny. Aber wo in aller Welt kommt nur das ganze Wasser her? Das wissen wir leider nicht. Aber wir sind ja jetzt hier, um das herauszufinden. Hast du eine Idee, was das Problem sein könnte, Paul? Nicht wirklich. Könnten es denn die Rohre sein? Ja, es sieht wohl so aus, als wäre hier ein Wasserrohr gebrochen. All das Wasser kommt jetzt hier heraus. Dabei sollte es durch die Rohre zu den richtigen Orten fließen. Du hast recht, Fiona. Wir müssen sofort an die Arbeit. Wir können das Wasser doch nicht einfach so heraussprudeln lassen, oder? Nein, ich gehe zum Wasserspeicher und sage, die sollen dort das Wasser abstellen, solange wir das Rohr reparieren. Gut, und ich suche Bernd und bitte ihn dann darum, das gebrochene Wasserrohr freizulegen und das Leck zu reparieren. Wir treffen uns hier in Kürze wieder. Und fertig. Hübsch und glänzend. Vielen Dank. Nun bin ich sauber für das Picknick heute Abend. Nanu, der Bernd ist ja gar nicht da. Ich frage mich, wo er sein könnte. Ich gehe runter zum Hafen und schaue dort nach. Hallo, wie geht's dir heute? Mir geht es sehr gut, ein steter Fluss, so heißt es. Wie geht es dir? Ich habe gesehen, dass deine Warnlichter an sind. Bist du etwa im Einsatz? Ja, ich bin auf der Suche nach Bernd Bagger. Du hast ihn nicht zufällig gesehen, oder? Doch, habe ich tatsächlich. Er kam hier vor einer Weile vorbei und fuhr in Richtung Tankstelle. Die Tankstelle also. Super, danke dir. Gar kein Problem. Viel Erfolg dann. Ja, ja, früher. Warum dauert denn das so lange? Hallo, wie geht's so? Nicht allzu gut. Das Wasser wurde plötzlich abgestellt und ich bin voll mit Autoshampoo. Etwas Seltsames geht hier vor. Normalerweise funktionieren die Leitungen ohne Probleme. Ich denke, es muss wohl an dem Rohrbruch bei Bennys Bäckerei liegen. Verstehe! Ich wusste, dass es nichts mit meinen Rohrleitungen zu tun haben kann. Und wie Opa immer zu sagen pflegte, reparier nichts, was nicht kaputt ist. Hast du den Bernd irgendwo gesehen? Ja, glaub es oder lass es sein, aber er war vorhin hier und hat sich mal anständig die Ketten polieren lassen. War er? Wie romantisch! Das ist ja interessant. Weißt du, wo er hin wollte? Nein, aber er ist in diese Richtung abgezogen und ich glaube, er hat den Blumenladen erwähnt. Ich könnte mich aber auch irren. Tessa, wenn du im Moment nicht zu beschäftigt bist, könntest du vielleicht rüber ins Industriegebiet und ein neues Rohr holen. Wir brauchen es später bei der Bäckerei. Wir müssen dort einige Rohre austauschen. Ja klar, ich bin ja auch noch überall voller Schaum. Super, dann suche ich mal weiter nach Bernd. Ich sehe dich dann später bei der Bäckerei. Okay, wiedersehen. Hey du, da bist du ja. Ich hab dich schon überall gesucht. Oh. Ich habe das Gefühl, ich scheine plötzlich sehr beliebt zu sein, oder? Ja, wir brauchen deine helfende Schaufel. Ein gebrochenes Wasserrohr bei Bennys Bäckerei muss freigelegt und repariert werden. Die halbe Stadt ist ohne Wasser. Und die gesamte Bäckerei ist geflutet. Die Lage ist echt ernst. Oder ist deine Schaufel vielleicht beschäftigt? Nein. Was hast du da in deiner Schaufel? Ach, nichts Besonderes. Aber hey, das klingt wirklich ernst. Wir beeilen uns besser schnell. Ja, absolut. Hi und willkommen. Ah, Paul, ich bin so froh, dass du ihn gefunden hast. Ja, das hat eine Weile gedauert. Vielleicht sollten wir besser sofort anfangen. Klar, ich mach das. Hi, Stefan. Oh, hallo, Tessa. Schön, dass du uns besuchen kommst. Ja, aber ich habe keine Zeit zu bleiben. Wir haben ein großes Problem mit einem Wasserleck. Hast du neue Wasserrohre? Wasserrohre? Natürlich. Komm, sie sind dort drüben. Da sind sie. Super. Hilfst du mir, eines aufzuladen? Na klar mache ich das. Dreh dich einfach um. Das ist seltsam. Ich frag mich, wo das ganze Wasser ist. Ich kletter hoch und schaue, ob es da eine Verstopfung gibt. Hier kommt das neue Rohr. Bitte schön. Und hier ist schon das kaputte Rohr. Du meine Güte, da haben wir den Racker.
Toll, Tessatrak. Du hast uns ein neues Rohr gebracht. Ich nehm's mir. Klar, nur zu. Jetzt wollen wir mal sehen, ob das funktioniert. Super. Ich gehe zum Wasserspeicher und sage denen, dass sie das Wasser wieder anstellen können. Ich kann gar kein Wasser sehen. Aber ich muss sagen, die Aussicht ist fantastisch. Das Wasser ist zurück! Der Brunnen läuft jetzt wieder. Passt auf! Achtung, das Loch! Du bist nicht gerade ein Glückspilz, Kasimir. Nein, aber ich habe so viele andere Dinge, die mir Freude machen. Kannst du mir raushelfen? Ja, kein Problem. Danke euch allen. Ihr seid solche Helden. Ohne eure Hilfe müsste ich jetzt anstelle einer Bäckerei ein Schwimmbad eröffnen. Aber ich weiß nicht, ob mir der Name Benny der Bademeister gefallen hätte. Gern geschehen. Schaut mal, da kommt ja auch Fiona. Seid ihr alle soweit? Jep, ich glaube, unsere Arbeit hier ist getan. Ja, ich mach dann den Rest. Macht euch keine Sorgen. Okay, danke Bernd. Gute Arbeit. Man sieht sich. Auf Wiedersehen! Wiedersehen! Was ist hier los? Ich gehe zurück an die Arbeit, Stefan. Hör auf! Ich verstehe. Du willst jetzt arbeiten, wo ich mit allem fertig bin. Ich spritze dich gar nicht nass. Du musst vergessen haben, den Hahn zuzudrehen. Und jetzt läuft das Wasser wieder. Warte, lass es mich abdrehen. Deine Warnleuchten leuchteten heute besonders gut. So wie es sich für einen Löschzug gehört. Danke. Und Paul, zur Info. Deine Sirene ist einfach unverwechselbar. Sie klingt, wie es sich für ein Polizeiauto gehört. Hi, wie ist es denn gelaufen? Am Ende ging alles gut. Ein Wasserrohr im Boden von Bennys Bäckerei war gebrochen und die Bäckerei stand unter Wasser. Oh je. Ja, stell dir vor, in der ganzen Bäckerei stand das Wasser reifenhoch. Wenn Bernd uns nicht geholfen hätte, dann hätten wir es nie geschafft. Ich bin mir dabei nicht so sicher. Aber ich habe das Gefühl, dass er vielleicht vor uns was geheim gehalten hat. Meinst du? Ja, aber ich finde, die Hauptsache ist doch, dass wir endlich wieder Wasser haben und dass Bennys Bäckerei nicht mehr länger überflutet ist, richtig? Ja, ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Ihr wisst, ihr seid nicht nur meine Helden. Ihr seid unsere Helden der Stadt. Hier, ich hatte keine Zeit für die Waschanlage, aber ich konnte dir etwas frisch gebackenes Brot ergattern. Danke. Oh, und ich hatte frisch polierte Ketten und alles. Ah, mach dir nichts draus. Du siehst gut aus, wie du bist. Oh, du auch.